Danke sehr. Detlef Spangberg, AfD, stellt die nächste Frage. Frau Bundeskanzlerin, vielen Dank, dass ich die Frage stellen kann. Es geht um das Thema Patientenwohl, und zwar fehlende Fachkenntnisse ausländischer Ärzte aus Drittstaaten, die in Deutschland arbeiten, haben bereits Menschenleben gekostet. Der Deutsche Ärztetag stellte dazu fest, die bisher durchgeführten Kenntnisprüfungen reichen nicht aus, zumal die dabei zutage tretenden Kenntnisse nicht selten im Gegensatz zur behaupteten Qualifikation stehen. Fälschungen von Zeugnissen und Urkunden sind nur schwer erkennbar und noch schwerer nachzuweisen. Selbst echte Dokumente aus Drittstaaten bieten keine Gewähr für korrekt bescheinigte Qualifikationen. Die Frage: Fehlende Fachkenntnisse und so weiter haben, wie ich sagte, schon Probleme bereitet. Halten Sie es deshalb für geboten, zukünftig bundeseinheitlich sicherzustellen, dass ausländischen Ärzten aus Drittstaaten eine Berufserlaubnis oder Approbation grundsätzlich erst nach einem dritten Staatsexamen des Medizinstudiums entsprechender Prüfung, nachdem der Arzt gute Fähigkeiten der sprachlichen Kommunikation nachgewiesen hat, beziehungsweise dass es dann erst erteilt wird? Also ich habe den Eindruck, dass diese Anerkennungsstellen für die staatlich gelenkten oder geleiteten oder anzuerkennenden Berufe sehr anspruchsvoll sind, dass die Länder sich auch untereinander abstimmen. Es gibt immer noch auch zum Teil viele Stellen im Pflegebereich. Bei den Ärzten ist es eine ziemlich einheitliche Vorgehensweise. Wir haben jetzt gerade auch Fragestellungen in einem bezüglich eines bestimmten Landes bei Ärzten. Also ich glaube, dass wir diesen Anerkennungsstellen vertrauen können. Wollen Sie eine Nachfrage stellen? Die Nachfrage ist, würden Sie der Präsident wechselt manchmal. Ja. Würden Sie einen Einfluss geltend machen, dass wir ein einheitliches Prüfverfahren für die ausländischen Ärzte bekommen, damit diese Dinge, die hier festgestellt wurden, nicht nochmal passieren? Diese Frage der einheitlichen Anerkennung muss durch die Länder geschehen. Die müssen sich einigen, wie sie da vorgehen. Das ist keine Aufgabe des Bundes. Ich wünsche mir möglichst viel Einheitlichkeit da. Das ist doch gar keine Frage. Aber das müssen die Länder miteinander verabreden. Ich glaube nur, dass gerade bei Ärzten ein ziemlich einheitliches Vorgehen gewährleistet ist. Nächste Frage haben wir noch. Das ist der Abgeordnete Detlef Pilger. Etwas überrascht, dass ich noch drankomme, aber vielen Dank. Frau Bundeskanzlerin.